Hi ho! Willkommen zurück hier bei Monster Hunter Generations für die Nintendo 3DS. Beim letzten Mal haben wir ja gegen Bulfangos gekämpft und auch, soweit ich das weiß, nochmal in Grüne Hügel, so wie das Gebiet hier genannt wurde, die Buchhaltung gemacht. Und jetzt bleibt uns noch übrig, Gia Preys töten, 10 Stück. Oder 8 Yagias. Ich würde sagen, wir gehen hier nach der Reihenfolge und machen die Gia-Preys. Und dann nehme ich mal Objektsets mäßig mal. Zack, das Set haben wir uns ja letztes Mal schon angelegt. Somit geht das ja viel schneller. Wir brauchen aber auch zur Sicherheit. Oder? Ne, man könnte ja. Moment, ich trickse wieder. Ich nehme nur 4 mit. So. Denn ihr werdet gleich sehen, warum so. Aber vorher lese ich die Quest natürlich nochmal vor, ne? Das mache ich ja immer. Und zwar der Pokemuskelprotz sagt, du kennst doch diese Gia-Prey, oder? Das Viehzeug wollte an meinen Pepe. Je mehr ich verjagt habe, desto mehr sind gekommen. Die sollten schon längst eine gefährdete Art sein, wenn du verstehst. Ich weiß genau, was du meinst. Deswegen helfen wir dir mal. Und schauen mal nach, ob wir das auch schaffen. Aber es ist eh nicht so schwer. Es sind halt nur ein paar Gia-Preys, ne? So. Damit hätten wir jetzt begonnen. Ich muss nur ganz kurz den Sound auf meinen Ohren. Ihr hört das ja eh alles ein bisschen anders. Aber ich nicht. So, und jetzt zeige ich euch den Trick, den ich meinte. Und jetzt kann ich nämlich ein Heißgetränk trinken. Hab 3 in der Tasche und kann die 2 nehmen und hab wieder alle 5. Ja, voll der geile Trick, ne? Ist einfach nur Mathematik, Mann. Aber egal. So, dann nehme ich auch die Rationen zu mir. Ja, und das ist das Eisgebirge, ne? Hier nochmal kurz gesehen. In den Kommentaren wurde ja übrigens noch reingeschrieben, weil ich ja jetzt hier mit der Morphaxt kämpfe, dass bei der Morphaxt wohl der beste Stil oder der beliebteste Stil, so nenne ich es mal lieber, auch der Luftkampfstil sein soll. Denn wenn man in den Schwertmodus geht und die Monster halt dann aus der Luft schlagen möchte, macht man auch 2 Schläge, halt wie bei der Insektenglewe, da ist das ja auch so. Da macht man ja auch immer 2 Schläge in der Luft, aber weiß ich nicht, ich finde da müsste sich vielleicht mit der Morphaxt einüben, sag ich mal. Aber ich finde das nicht so ansprechend. Da finde ich das mit der Glewe ein bisschen witziger, weil du da viel besser nach vorne jumpen kannst. Und auch an sich den Sprung auch als Ausweich. Ich weiß nicht, ob ich die Teile hier mitnehme. Ich mach's mal einfach. Jetzt sammle ich hier irgendwas auf. Das will ich gar nicht. Ich will, genau. Nee, auf jeden Fall. Ich sag mal, da müsste man sich halt ein bisschen einüben. Das schaffe ich nicht mehr, oder? Hab ich das hier noch zu nehmen? Ja, das habe ich auch noch bekommen. Sehr gut. Ja, wie gesagt, da muss man sich, denke ich, mal ein bisschen einüben. Oh, da kamen gerade welche zurück, wie ich das gesehen habe. Mit der Morphaxt, aber das weiß ich noch nicht. Ich werde es mal anschauen. Ich habe jetzt den Stil erstmal drin. Um einfach mal die Jagdtechniken mir anzugucken, weil ich habe mit der Morphaxt schon seit 3 Ultimate, glaube ich, nicht mehr gespielt. Oder habe ich die in. Habe ich die in 4 Ultimate mal benutzt? Ich bin mir da gerade unsicher. Im Let's Play, ob ich da die benutzt habe oder nicht. Kann ich jetzt gerade gar nicht mehr sagen. Schon ein bisschen, ja nicht zu lange her, das nicht, aber ich erinnere mich nicht mehr genau daran, weil ich auch so viele Waffen mal ausprobiert habe. Oder ja auch im Let's Play immer viele Waffen verwende, welche jetzt genau. Ich kann mich halt nur an die Waffen erinnern, die ich halt absolut überhaupt nicht spiele.
Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen ja die ganze Zeit hier raus. Was ist denn da los? Wir kommen hier mal in den Schwertmodus. Hands. Okay, sehr gut. Ah, kommt schon das nächste, okay. Habe ich den Hit? Ja, okay, der ist auch noch da. Müssen wir sie mal ausprobieren, was. In dem Schlägerstil, was in uns jetzt fehlt. Bam. Hams. Wüsste ich jetzt gar nicht. Ich kann mich ja mal ausprobieren. Ah, ich glaube, ich weiß, was fehlt, oder? Ne, das kann ich auch trotzdem machen. Okay. So, zack. 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 Geht auch. Hopp. 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 Okay. Die Explosion funktioniert auch. Müsste ich mir mal wirklich detaillierter angucken. Ich wüsste jetzt nicht, welche Fähigkeiten, welche Angriffsabfolgen wir jetzt hier mit einbüßen. Bin ich mir nicht. Na sicher kann ich nicht sagen. Ich sehe da überhaupt gar keine Zukunft. Auf jeden Fall eine coole Attacke. Jetzt haben wir noch die Dämonenaufruhr. Boah, krass. Okay. Alter, guckt euch das an. Slash. Das heißt, wenn ich jetzt transformiere. Das ist natürlich sehr geil, ne? Dass man dann hier so diese Blitze hat. Ja, wird jetzt gleich eh zack. Ne? Genau. Lohnt sich also nur, wenn man die Waffe wirklich auch viel aufgeladen hat. So, ich werde mal ein bisschen tricksen hier, zack. Jetzt kann ich die nämlich noch weiter aufladen. Ich meine, bringt uns jetzt eh nichts mehr, da wir die Quest jetzt eh schon beendet haben. Aber egal, ich bin gespannt. Also Dämonenaufruhr ist ganz cool, der Trance-Hieb ist auch nicht schlecht. Ist nur gewöhnungsbedürftig, sage ich mal, weil er ja mehrere Schläge macht und am Ende diese Elementexplosion oder Elemententladung. Muss man sich halt auch wieder dran gewöhnen. Aber naja, so Gearpray-Sachen kriegen wir hier so ein paar. Das passt schon. So, 10 Punkte. Und neue Kameradenfertigkeiten oder Fähigkeiten gelernt. Die Lähmung aufheben. Ja, es sind so kleine Fähigkeiten, finde ich jetzt bei den Kameraden. Die jetzt nicht meines Erachtens jetzt nicht so eine gute Funktionalität haben. Klar ist das ganz cool, dass die selber dann halt nicht gelähmt oder betäubt oder so werden können. Aber das Ärgerliche ist einfach nur daran, dass es ja nicht auf unseren Jäger halt mitgeht. Ne? Es ist wirklich nur für die Katze. Vielleicht wenn man Fellein selber spielt, ist das vielleicht schon ganz cool, aber naja, so als Kamerad, so, die sterben eh viel zu schnell weg oder sind halt eh nicht so vom Belang am Anfang, dass es was bringt. Na gut, fragen wir jetzt mal, was hier los ist. Bei der alten Pucke-Dorfchefin. Das ging schnell, Jäger. So gefällt mir das. Und die Dorfbewohner sind dir auch sehr dankbar. Wenn du dabei hilfst, aus Pucke einen besseren Ort zu machen, bekommst du von den Dörflern Beitragspunkte. Sieh im Anfragenprotokoll des Hauptmenüs nach, um dir deinen aktuellen Stand anzusehen. Bevor Pucke Welt berühmt ist, gibt es noch viel zu tun. Ruh dich ein wenig aus, dann komm wieder zu mir. Okay. Gehen wir mal jetzt wieder zu ihm. Ja, ja. Jäger, ein Monster ärgert uns in die Nähe des Schneegebirge. Das ist ganz schlecht fürs Image. Kümmere dich um das Biest, dann erlaube ich dir, andere Dörfleranfragen anzunehmen. Oh, und nimm zusätzliche Heißgetränke mit, falls die bereitgestellten nicht ausreichen sollten.
Wenn du erfolgreich bist, lasse ich in der Schmiede ein Rüstungsdesign für dich erstellen. Viel Glück, Jäger. So, wir haben jetzt die Quest bekommen, das Gebirgsmonster. Gucken wir uns gleich mal an, was das Feinmonster sein soll. Ganz kurz. So, sorry, irgendwas war an meinem DS dran. Egal, Hallo Jäger, wie ich höre, hast du viel für das Dorf getan. Nimm dieser Zeichen der Anerkennung, ich hoffe, es wird dir nützlich sein. So, den Pokeschein. Jetzt lege ich wieder alles hier einzeln rein, ne? Das ist natürlich wieder ein bisschen dienlich, aber egal. So, wir nehmen wieder 4 mit. So, jetzt haben wir wieder Luftschiffschein, glaube ich. Mehr ist das hier wieder nicht. Und der Luftschiffschein. So, ach schön, die Musik hier. Da. Bum, bum, bam, bam. So, schauen wir mal nach. Ach ne, sie gibt ja keine Quests. Das wechsle ich hier mal. Das ist jetzt ja die hier, die Quests gibt. Aber zwar ist ja die alte Frau, glaube ich, in Freedom Unite. So, schauen wir mal. Was ist denn das Gebirgsmonster? Oh, ein Bulldrom. Das machen wir jetzt auch nochmal in dieser Folge. Hier auch nochmal vorab gesagt, auch zu Bulldrom mache ich jetzt keine Monsterinformation. Ist halt auch für mich hier wieder... Ja, ein Monster, was man auch gleich sehen wird, was jetzt zwar nervtötend sein kann, aber die Monster sind meist nur auf die Art und Weise nervtötend, dass sie halt nur störend sind oder halt man die nur wirklich bemerkt, wenn man gegen ein anderes großes Monster kämpft und die nebenbei noch auftauchen, dann sind die schon ätzend. Hier wie Macau, ne, das große Macau, Velocidrome oder auch Bulldrome und so. Die sind wirklich erst nervig oder man merkt erst, wie blöd die sind, wenn man halt gegen andere Monster kämpfen muss nebenbei. Weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr will ich ins Schneegebirge ziehen. Ich muss mir nur was überlegen, wie ich mich warm halte. Ein Mantel aus Bulldrome-Pelz hört sich toll an, oder? So, es ist in 5. Ich glaube, ich habe jetzt auch alles vorgelesen. Ich gucke gleich nochmal nach. So... Ich abonniere mal wieder die Ration. So, das Bild natürlich auch für euch ändern, damit es natürlich groß genug ist. Ja, das war alles, was ich vorgelesen habe. Das ist perfekt. Und dann schlürfen wir noch einmal das Heißgetränk. Und nehmen die 2 hier raus und haben wieder 5 Stück. So, währenddessen gehe ich mal auf die Paintballs. Und dann suchen wir uns mal das Bulldrome raus. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Bulldrome, diese ganzen Drome-Viecher. Drome, also alles, was Drome im Namen hat oder groß im Namen hat, wie Groß-Macau. Bulldrome, Velocidrome, Gendrome. Das sind so Monster, die sind zwar für den Anfang sehr interessant, weil es ja die Alpha-Versionen sind, der etwas kleineren Monster, die wir hier schon die ganze Zeit bekämpfen. Nur das Bulldrome halt von den Bulfangos. Aber das ist alles so... Ja, die sind halt schnell so besiegt, ne, wenn man gegen die nur alleine kämpfen muss. Die sind halt wirklich nur störend, wenn man gegen ein großes Monster gerade kämpft und die auch in diesem Gebiet mit sind. So, aber ich denke mal, jetzt kommt nochmal Sequenz fürs Bulldrome. Das sah so doof aus, sorry, dass ich da jetzt gerade lachen musste. Da vorne ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich weiß auch noch, dass Kommentare in der letzten Folge waren. Unter anderem hier das, diese netten Herren. Die Fangos hier. Einige Leute ziemlich nerven. Aber ich muss sagen, dass die Bullfangos in der PS2-Version trotzdem deutlich anstrengender waren. So, pam, 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 pam. Das Befangel kann auch nichts anderes außer dieses Anstürmen. Oder sich halt so komisch drehen.
zack und zack. Und 1 und 2, das war nicht gut. Okay, ich muss ihn mal heilen. Wir haben bald den Trance wieder zur Verfügung. Es dreht sich so blöd manchmal. Na egal. Ich muss einfach nur aufpassen, dass es viel heilt. Oftmals halt ohne Vorwarnung, ne, losstürmt. Bam, bam, bam. Ja, das mit der Explosion jetzt zum Schluss war ein bisschen doof. Ist halt bei kleineren Monstern schwieriger, ne? Darf man nicht vergessen. Gerade hier beim Bulldrome, das ja nicht groß ist, wie man es ja gerade sieht. Sind solche Fähigkeiten meist schwierig einzusetzen. Solche Jagdtechniken, die eine lange Zeit... Also eine lange Animation haben, sage ich es mal so, eine lange Zeit haben die ja nicht. Aber eine lange Animationssequenz. Okay, so, jetzt langsam wird es ein bisschen ätzend. Lass mich mal kurz in Ruhe, ich habe mal so scharfe Kurve laufen. Na, blöd, es ist immer noch auf einen fokussiert so. Du hast ja noch Psycho, den du angreifen kannst. Ne, liebes Bulbro, mach das mal. Oder lass es einfach. So. Ja, der Kampf ist einfach nur in dem Sinne nervig, weil das Vieh ja die ganze Zeit halt schnell anstürmt. Ne? Also meist auch ohne Vorwarnung. Man hat ja gesehen, ab und zu schabt es mit dem Fuß halt einmal und dann rennt es los. Aber manchmal dreht es sich auch um und rennt sofort los. Da hat man jetzt nicht so wirklich den Überblick, wann es seine Dinge tut, wie es da tut. So. Hat jetzt nicht funktioniert, naja, da war ich zu übermütig. Aber gut, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Bulldrum war jetzt insgesamt nicht so schwer, das war, ja, so Mittelmaß. Aber deswegen mache ich halt darüber keine Monster-Information, weil es gibt bei seinen Fähigkeiten, was es da macht, nicht viel zu zeigen. Ne? Ich würde halt lieber die Information machen bei Monstern, bei denen man auch ja was zum Zeigen hat. Ne? Macht bestimmte Attacken, was machen diese Attacken und sowas, das will ich halt gerne erklären. Was soll ich da bei Bulldrum sagen? Ja, es rennt dich um und dann fällst du hin. Ende. Das war die Monsterinformation. So, Manuel ist jetzt Stufe 8. Sehr gut. Und wir haben jetzt Unterstützungsaktion gelernt für die Katzen. Die explosive Rolle. Können jetzt also einige Kameraden auch lernen, was nicht schlecht ist. Können wir halt auch jederzeit gebrauchen. Hoffe ich zumindest, dass man die gebrauchen kann. So, Poke-Chefin oder Poke-Dorf-Chefin, dann erzähl mal, wie findest du unseren Sieg über das Bulldrom? Du hast den Bullfango besiegt. Eigentlich war es ein Bulldrom. Aber egal, ich kenne mich ja eh nicht aus. Spitzenarbeit, Jäger. Ich informiere sofort die Presse. Du hast dich jetzt bewährt. Ich sage den Dörflern nun, dass sie sich mit Anfragen an dich wenden können. Du hast dich jetzt bewährt. Ich sage den Dörflern daher, dass sie sich mit Anfragen an dich wenden können. Ich weiß nicht, ich bin so senil. Ich sage manchmal Dinge doppelt. Es tut mir leid. Ich habe veranlasst, dass du nun Mafu-Mofu-Rüstungen herstellen kannst. Ein ganzes Set macht Heißgetränke obsolet. Leg die Rüstung niemals ab, wenn dich jemand fragt. Im wunderbaren Pucke wird so etwas gemacht. Okay.
Gut, so, dann würde ich aber sagen, ich lege mal die Geheißgetränke wieder weg. So, 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 Drohnenhaut auch. Und dann dürften wir jetzt ja nur noch die, ach ne, wir haben jetzt noch Entetour Schneegebirge, genau. Blangos, die wir erledigen müssen. Gebirgskräuter pflücken und Y-Kademie-Punkte sammeln. Okay, das sind jetzt mehr so irgendwie der Sammelquests. Das heißt, in der nächsten Folge dann machen wir die Gebirgskräuter und die Blangos. Und dann nochmal die Buchhaltung und hier Schneegebirge. Schneegebirge sag schon und hier Yagias, so rum. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit Monster Hunter Generations für dieses Mal. Beim nächsten Mal dann ein paar Blangos und ein paar Gebirgskräuter, ne, für unsere Tasche hier und so. Oder fürs Dorf, wie auch immer. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.